Willkommen zum letzten Video der heutigen Videoreihe und ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen noch, wie Sie mit Queries umgehen, also wie Sie die Daten rauskriegen aus der Datenbank. Am Ende schauen wir uns vielleicht noch mal an, wie Sie ein Update-Statement auch absetzen können, das mehrere oder alle Zeilen in der Datenbank betrifft. Ich habe dazu die Klasse Member wieder in den Urzustand versetzt, also eine Many-to-One-Beziehung zu Projekt, eine eingebettete Adresse und Attribute. Und ich habe ein Member-Repo hergestellt und ich möchte Ihnen da verschiedene Query-Möglichkeiten zeigen. Das heißt, Member-Repo extends CRUD-Repository, Member als Hauptklasse, die wir mappen wollen, und Long ist wieder der Datentyp des Primärschlüssels. Und ich würde Ihnen jetzt ein paar Query-Elemente zeigen. Bevor wir jetzt auf die Details eingehen, gucken wir uns ganz kurz meine PVS-Application an. Das ist quasi unser Main-Programm. Da habe ich Folgendes getan. Ich habe hier mit einem Initializing-Bean, dazu muss man wissen, Spring erstellt alles, wo Sie eine Bean-Annotation dran machen. Bei dem Starten macht er jeweils ein Objekt vom Typ, wo Sie Bean dran gemacht haben. Also der erzeugt die Sachen sozusagen wie ein Singleton. Und dieses Initializing Bean wird gleich ganz am Anfang mit erzeugt. Und im Member-Repo, das ist gerade das Repository, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das wird per Dependency Injection da eingefügt. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich erzeuge ein neues Initializing Bean Objekt mit Hilfe eines Lambdas. Und was der jetzt macht, ist, der legt mir hier vier Member an: einen Harry Hirsch, einen Fred Feuerstein, Horst Hurtig und Harry Hurtig, jeweils an verschiedenen Adressen. Und er erzeugt mir ein Projekt, ein VV-Projekt. Das bauen wir dann gleich noch ein bisschen aus. Da können wir nochmal ein Cascading Delete anzeigen. Aber jetzt geht es erstmal um die Queries. Das heißt, wir schauen uns mal an, was hier passiert, wenn wir Queries ausführen. Ich habe jetzt ein zweites Bean, das wird erzeugt, auch automatisch erzeugt, nachdem das erste erzeugt worden ist. Und ich mache jetzt hier einfach mit über das System.out.println, über das for-each, eine Konsolenausgabe über alle Elemente vom Member-Repo. Lassen wir das mal kurz laufen, dass Sie mal die Konsolenausgabe sehen. Dann sparen wir uns nämlich den ganzen Überbau mit den. Also ich kann dann leicht eine Demo machen, ohne dass ich gleich wieder ganze Rest für Webservices bauen muss. Jetzt lassen wir das mal laufen. So, gehen wir ganz kurz durch, was der hier tut. Hier sehen wir Insert into Member, City, Postal Code und so weiter. Das heißt, das Insert kommt von dem Save hier. Ich habe ja hier ein Member Repository und Sie sehen hier, dass das Save tatsächlich zum Ausführen eines Insert Statements führt. Das hat Daten in die Datenbank gelegt, können wir uns auch anschauen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, die Daten sind jetzt auch in der Datenbank drin. Select Stern from Member. Und Sie sehen, da hat jetzt irgendwie Harry Hirsch, Fred Feuerstein, Horst Hurtig und Harry Hurtig angelegt. Projekt ist noch nicht gefüllt, deswegen ist das null. So. Das heißt, und was ich jetzt gemacht habe, jetzt habe ich alle auf der Konsole ausgegeben. Das heißt, und da dieses Command Line Runner, da werden wir jetzt sozusagen ein paar Beispiele durchspielen. Das heißt, Sie sehen jetzt hier, ich habe hier ein Find All gemacht auf dem Member Repo, also alle aus der Datenbank geladen und die werden mit so einer Lambda-Konstruktion auf der Konsole ausgegeben und das können wir uns hier anschauen. Auch da hat er sozusagen die vier Member, Harry Hirsch, Feuerstein, Hurtig und so weiter ausgegeben. Was Sie hier sehen, ist die Ausgabe der ToString-Methode. Das heißt, Sie haben eine Möglichkeit, Queries zu machen, indem Sie einfach alles aus der Datenbank laden und damit was machen. Jetzt ist das natürlich nicht immer die schlaueste Idee. Also versuchen wir jetzt mal einen einzelnen aus der Datenbank zu laden. Das heißt, was wir hier versuchen können, ist zum Beispiel mal einen nach der ID. Also wir machen eine Abfrage nach dem Primärschlüssel. Wie geht das? Das hatten wir schon in dem Video in letzter Woche. Optional. Vom Typ Member, Member gleich Repo.findById. Und da geben wir dem mal die ID 1 Long mit. So. Und wir sind uns jetzt hier relativ sicher, dass das Optional einen zurückliefert, weil der einfach fortlaufend durchnummeriert hat. Deswegen spare ich mir jetzt hier mal die ganze Abfrage. Da sagen wir also Member. Get und das geben wir auf der Konsole aus.
Man kann das noch viel schöner programmieren, aber deswegen habe ich gerade gestoppt. Aber jetzt machen wir das mal ganz einfach. Das heißt, jetzt zeige ich, es geht hier um die Query-Funktion und nicht um die Java-Klasse Optional. Das können wir uns vielleicht noch mal anschauen, weil man da schon sehr elegant alle Fälle abfackeln kann. Aber das machen wir, wie gesagt, gleich. Sie sehen, jetzt hat er nur den Member mit der ID Nummer 1 zurückgegeben. Also dieses Member kommt jetzt von dem System.out. Also ich kann sozusagen alle anzeigen lassen. Ich kann einen suchen nach dem Primary Key. Und das Find by ID wird natürlich dann immer der Datentyp von dem Übergabeparameter ist natürlich dann immer der Datentyp des Primärschlüssels. So. Das heißt, das waren so die einfachen Query-Geschichten. Jetzt habe ich natürlich noch komplexere zur Verfügung. Was kann ich noch machen? Wenn ich jetzt hier nochmal Repo Find All Repo mal anschaue, was kann ich noch alles abfragen? Sie haben jetzt hier viele Möglichkeiten des Lebenszyklusmanagements. Sie sehen hier, ich kann alle löschen, ich kann Daten saven, ich kann zum Beispiel auch die Zahl der Elemente rausgeben. Vielleicht machen wir das mal ganz kurz. Sout Repo.count. Wird das mal laufen. So, der Erwartungswert wäre ja 4. Das sind also die letzte Zeile, die wir sehen, der Erwartungswert 4 rauskommt. Zahl ist 4. Okay, das heißt, was könnten wir noch wollen? Schauen wir noch mal kurz, was Repo noch alles anbietet. Repo. Punkt. Wir können alle Anzeigen, haben wir schon. Wir können die nach Primärschlüssel suchen. Wir können speichern, sozusagen. Das waren die vorformulierten. Also sehr viel mehr kann man generisch auch nicht anbieten. Und jetzt sind wir in der Lage, noch weitere Query-Methoden zu ergänzen. Und da haben wir, gucken wir uns mal die oberen beiden an, eigentlich eine sehr hübsche Mechanik vorgegeben. Ich kann hier fragen, nämlich Find by First Name. Und der ist dann so schlau, dass er herausfindet, naja, in der Datenbank gibt es ein Feld First Name und dann der baut die Query und alles alleine zusammen. Also wir müssen jetzt hier kein weiteres Source-Code spendieren, sondern der sucht das. Vielleicht können wir noch eine weitere Methode spendieren. List Member Find by Last Name. Sie sehen auch, IntelliJ ist schon so schlau, dass der mir hier auch schon die Möglichkeiten gibt. Also das ist sehr schön integriert. String Last Name. Oder man kann sogar mit Sachen verknüpfen. Find by First Name and Last Name. Das heißt, dann würde ich dem hier sozusagen, also beide Bedingungen werden damit und verknüpft. In meinen Experimenten lief das nicht, da mir fehlt es aber so ein bisschen die Zeit, das auch zu probieren. Aber Sie können hier sozusagen jedes Attribut mit einer eigenen Finder-Methode abfrühstücken. Probieren wir das kurz aus. Das heißt, wir sagen hier mal Find by First Name. Suchen mal nach dem Harry. For each System.out. Wieder mit dem Lambda. So. Und die Zahl können wir ja weiter ausgeben. Starten wir das mal. Das heißt, jetzt müssten zwei Treffer rauskommen. Ich habe nämlich in meiner Datenbank zwei Harrys angelegt. Sehen Sie hier oben einen Harry Hirsch und einen Harry Hurtig. Sie sehen, hier gibt es ja tatsächlich Harry Hirsch und Harry Hurtig aus. Ich kann auch nach Nachnamen suchen. Vielleicht machen wir das mal gleich, dass hier wirklich die Wirkung sehen. Machen wir mal danach. Machen wir mal den Herrn Hurtig. Und zwar als Last Name. Und starten das mal. Sehen hier Zahl 4. Er macht jetzt hier ein Select Statement und holt uns hier wirklich Horst Hurtig und Harry Hurtig raus. Das heißt, und hier haben wir den Harry Hirsch und den Harry Hurtig. Ich hätte die Sachen vielleicht etwas anders nennen sollen. Wir sehen hier Harry Hirsch, Harry Hurtig und das ist wirklich Horst Hurtig und Harry Hurtig. Das heißt, das sind jetzt also tatsächlich beide Queries haben erfolgreich funktioniert.
So, was können wir noch machen? Jetzt können wir noch mal die Unbedingungen testen. Das lief in meinen Tests nicht, aber vielleicht habe ich diesmal ja Glück. Ich mache mal den Harry und den Horst hier weg und suche mal nach Find by First Name and Last Name. Und dann kriegt er hier einen. Harry. Suchen wir nach Harry Hirsch vielleicht. Vielleicht findet ihr das ja. Hirsch. Mit etwas Glück funktioniert es ja doch. Also wie gesagt, Sie können mit dieser Textsyntax eigentlich sehr schön so die Standard-Queries, die man so braucht, zusammenbauen. Sie sehen, er hat tatsächlich Harry Hirsch gefunden. Also das funktioniert. Jetzt wäre die Frage, können wir vielleicht noch schönere Queries machen? Wir haben ja, können ja vielleicht ein Update-Statement noch wollen, dass wir, was weiß ich, alle Namen von allen Elementen in Müller umbenennen oder sowas. Also das müssen wir nochmal ausprobieren. Und eine Query, wo wir zum Beispiel mit einem Like abfragen. Dazu bietet Hibernate und die JPA eine tatsächliche Query-Syntax an. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, bevor ich mich jetzt verhaspel. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich sowas wie Select from Where, wie Sie es aus SQL 92 kennen. Nur, dass Sie hier den Extent angeben, also sozusagen den Klassennamen, auf dem Sie suchen, also Select from Member. Das heißt, das ist hier quasi eine Art objektorientierte Anfragesprache und geben hier einen variablen Namen m. Und Sie sagen hier m.lastname, m.firstname. Das heißt, Sie können jetzt Abfragen stellen auf einzelnen Attributen. Und ich sage jetzt hier like und dieses Fragezeichen 1 ist der erste Parameter von hier. Ich kann also auch mehrere Parameter machen, Fragezeichen 1, Fragezeichen 2 und so weiter. Und jetzt kann ich hier eine Like-Abfrage starten. Find with like. So, das programmiere ich jetzt hier nochmal aus in meiner Demo. Das heißt, ich sage jetzt hier find like. Ich habe jetzt hier bei dem Nachnamen geliked. Das heißt, ich suche jetzt hier mal alle Leute, die in den Nachnamen ein H vorkommt. Was wäre der Erwartungswert, der rauskommt? Das heißt, ich habe hier drei Leute, Hirsch, Hurtig und Hurtig. Also müsste ich jetzt drei Treffer rauskriegen. Also Hirsch und Hude, Hurtig. Starten wir das mal. Und sehen dann, also wie gesagt, da müssten jetzt die drei Treffer rauskommen. Und Sie sehen tatsächlich das Ergebnis Member 1 bis 3, alle Nachnamen fangen mit H an. Was Sie hier sehr schön sehen, ist auch nochmal, dass er tatsächlich entsprechende SQL-Abfragen generiert. Das heißt, um die Anzahl rauszukriegen, macht er hier tatsächlich, wie Sie es aus Datenbank kennen, einen Count Stern. Und aus der Abfrage mit dem Like ist hier tatsächlich auch ein Select-Statement geworden. Auch das ist von der Syntax her genau das SQL 92, was Sie kennen. Und hier ist irgendwo die Where-Bedingung am Ende. Schauen wir mal, gucken wir mal kurz durch. Genau. Where Member 0, das ist sozusagen der Tabellen. Name, Punkt, Last Name, also dieses Last mit dem großen, da der Datenbank Groß- und Kleinschreibung wurscht ist, halt durch ein Last Underscore ersetzt, Like, Fragezeichen und das ist dann der Parameter, den er gesetzt hat. Das heißt, jetzt haben wir einfache Queries gemacht. Man kann mit JPA noch eine verschiedene andere vorübersetzte Anfragen machen. Das haben Sie zum Teil in Datenbanken 1 vielleicht angeschaut. Das würde jetzt aber wirklich zu weit führen. Eigentlich machen wir eine Vorlesung über verteilte Verarbeitung. Insofern lassen wir es mal dabei bewenden. Ich würde Ihnen gerne noch eine Kleinigkeit zeigen, und zwar, dass man auch Daten ändern kann. Und zwar machen wir das mal wieder mit so einer Query. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen int. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Alle change all last names. Und zwar kriegt er als Parameter String Name übergeben. Und jetzt will ich sozusagen eine Query machen. Das ist ja eigentlich keine Query, sondern sozusagen ein änderndes Statement, wo der jetzt allen einen speziellen Nachnamen gibt. Macht zwar keinen Sinn, macht die Daten kaputt, aber ich würde gerne kurz zeigen, wie das funktioniert. Also ich sage jetzt hier wieder Query. Und jetzt kriegt er hiermit Update Member M where set last name m.lastname gleich.
Parameter war ja Fragezeichen 1. So, wenn ich jetzt die Where-Bedingung weglasse, das ist ein klassischer SQL-Fehler, dann macht er mir alle Last Names platt. Das heißt, ich habe die Weltherrschaft an mich gerissen und zwinge alle dazu, sich jetzt wenigen zu nennen. Das werden wir jetzt umsetzen. Um das umzusetzen, müssen wir dem auch beibringen, dass das tatsächlich eine echte Änderung ist. Das heißt, man muss jetzt hier nochmal sagen, das ist transactional. Jetzt müssen wir nur gucken, welcher von beiden das war. Transactional. Und ich muss ihm sagen, dass der was modifiziert. Modifying. So, das heißt, und jetzt kann ich sozusagen alle Leute in wenigen umbenennen. Also das heißt, ich mache hier tatsächlich ein Update-Statement, so wie Sie es aus Datenbanken 1 kennen. Das heißt, ich suche jetzt mal hier dann irgendwann nach allen Leuten, die mit B anfangen und sage jetzt hier Repo. Das kann ich ja hier sagen, change all last names, und die kriegen jetzt alle den Nachnamen Bene kennen, weil ich die Weltherrschaft an mich gerissen habe. So, lassen wir die Demo mal laufen. Der Erwartungswert wäre, dass jetzt vier Elemente sich geändert haben. Sie sehen, jetzt haben wir Harry Beneken, Fred Beneken, Horst und nochmal ein Harry Beneken. Das heißt, offensichtlich hat er tatsächlich hier dieses Update set last name gleich Fragezeichen 1 zu 1 in der Datenbank umgesetzt. Was ich jetzt vergessen habe in der Demo, das würde ich Ihnen gerne noch zeigen, ist Folgendes. Und zwar habe ich ja hier einen Rückgabewert eingebaut. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, int number gleich, und dann baue ich dahinter nochmal eine Ausgabe geänderte Datensätze. Repo, das ist nicht repo.count, sondern Number. Das ist manchmal wichtig, wenn Sie sicher sein, also wenn Sie überprüfen wollen, ob Sie mit dem Ändern überhaupt erfolgreich sind, gibt, und das ist auch bei SQL übrigens so, also wenn Sie da ein Update-Statement machen, auch da gibt er Ihnen immer die Zahl der geänderten Datensätze zurück. Wir werden das irgendwann nochmal fürs optimistische Locking brauchen. Jetzt lassen wir es mal kurz laufen, nochmal neu. Also Erwartungswert von Number wäre ja 4, also er erinnert ja 4 Datensätze, also müsste jetzt auch eine 4 auf der Konsole stehen. Und Sie sehen hier geänderte Datensätze 4. Um nochmal zu zeigen, dass es wirklich wirksam ist, bauen wir einfach eine Where-Bedingung ein. Where last name ist gleich Fragezeichen 2. Und wir sagen hier String old. Und das ist der Name. Where. So, das habe ich das Präfix vergessen. Was Sie sehr schön sehen hier ist, dass IntelliJ ist so schlau, dass der sogar eine Syntaxprüfung auf dieser Query-Syntax machen kann. So. Dann gebe ich Ihnen nochmal davon eine Demo, und dann sind wir mit den Queries im Grunde durch. Details, da würde ich auf die Datenbankenvorlesung verweisen. Beziehungsweise, das können Sie sich ja selber durchlesen. Hirsch. Das heißt, jetzt nenne ich nur Change All Nachnamen. Ich nenne jetzt nur die Leute, die Hirsch hießen, vorher in Beneken um. Wenn wir das mal laufen lassen, müsste mal gucken, wie viele Leute hießen Hirsch vorweg. Da haben wir nur einen. Das heißt, jetzt wäre der Erwartungswert, dass jetzt hier bei Number einer rauskommt und dass am Ende nur der Harry Hirsch Harry Beneken heißt. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Sie sehen hier geänderte Datensätze 1, hat also funktioniert, und der Harry heißt jetzt Harry Beneken, weil das der einzige ist, dessen Nachnamen mit B anfängt. Da habe ich eine Like-Anfrage gemacht. So, damit sind wir durch mit dem Thema Queries. Das heißt, Sie können noch viel kompliziertere Sachen machen, da würde ich Sie aber tatsächlich auf die Doku verweisen. Und wie gesagt, alles, das ganze Query-Thema ist eigentlich konzentriert in diesem CRUD-Repository. Da können Sie eigentlich mit sehr viel, sagen wir, Convention over Configuration sehr viel verschiedene Anfragen stellen. Das heißt, Sie können tatsächlich so SQL-artige Select-Anweisungen stellen, Sie können Update-Statements oder Insert-Statements machen, und Sie können mit dieser Query-Syntax auch ganz normale Abfragen zusammenbasteln, und IntelliJ unterstützt Sie da auch. So, das war zum Thema Queries. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.